Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, Milo, und ich freue mich, wie auch die letzten Male, euch auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute dreht es sich um die Abspielgeschwindigkeit, also um die Abspielgeschwindigkeit deiner Videos. Wie du das Ganze anpassen kannst, um ein richtig schönes Video zu erzeugen, wie beispielsweise dieses hier. Und das geht ganz, ganz einfach mit wenigen Klicks in Filmora X, und ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Und ich habe, wie sonst auch, Filmora X schon geöffnet und selbstverständlich meine Videosequenzen, meine Videodateien in die Videospur gezogen. Du siehst hier vier verschiedene Videos. Also was heißt vier verschiedene Videos? Es ist ein Video in mehreren Parts geteilt, so dass ich dir am Ende aufzeigen kann, dass es sehr, sehr einfach ist, die Geschwindigkeiten der einzelnen Videosequenzen zu ändern. Und dafür machst du entweder einen rechten Mausklick, dann öffnet sich das Dropdown-Menü, in dem dann Abspielgeschwindigkeit anpassen steht, oder aber du guckst über den Videospuren, da gibt es ja mehrere Symbole, da ist ein Geschwindigkeitssymbol dabei. Da klickst du drauf und dann wird dir angezeigt, du kannst das Video langsam abspielen, du kannst es schnell abspielen, du kannst es normal abspielen, du könntest ein Standbild setzen oder aber du sagst so, ich will das Ganze rückwärts abspielen. Wir fangen jetzt mal beim Urschleim an, könnte man sagen. Ich mache einen rechten Mausklick auf meinen ersten Part meines Videos. Drücke auf Abspielgeschwindigkeit anpassen. Dann siehst du schon die Markierung. Und ich könnte jetzt über diese Markierung sagen, okay, ich will langsam, schnell oder erst normal abspielen. Achso, ein Tipp zwischendurch noch. Solltest du Videos aufgenommen haben mit 24 oder 30 Frames, dann kann das schon nicht so gut aussehen, wenn du das Ganze verlangsamst bzw. schneller abspielen lässt. Hier wäre es auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du deine Videos in 50 Frames, 60 Frames, 100 Frames, 120 Frames aufnimmst, um am Ende ein smootheres Bild zu bekommen, egal ob du das Video schneller oder langsamer machst. Und hier sage ich jetzt, ich möchte 0,5, also langsam 0,5 Geschwindigkeit auf den ersten Part meines Videos haben. Warum? Naja, weil ich das Video langsamer abspielen möchte, als es normal läuft. Beim zweiten Part mache ich das Ganze nochmal ein wenig anders, und zwar sage ich eher rückwärts abspielen und sage dazu aber auch gleichzeitig, er soll das Ganze auch langsam abspielen. Du kannst also zwei Geschwindigkeiten einstellen, so dass man einen sehr, sehr feinen Effekt ins Video bekommt. Und beim dritten Part, da habe ich mir natürlich überlegt, dass das Ganze von rückwärts langsam auf schnell umgestellt werden soll. Und beim letzten Part ist es dann wieder langsam. Selbstverständlich liegt es immer an dir, wie deine Videoidee in deinem Kopf aussieht, und dann kannst du das Ganze sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach mit wenigen Klicks in Filmora X anpassen und kannst am Ende ein sehr, sehr wunderschönes, effektvolles Video erstellen, welches du beispielsweise auf Instagram oder TikTok oder sonst wo hochlädst, mit wunderbarer Musik unten drunter, und dann lässt du deinen Zuschauer einfach staunen. Ja, so einfach und so schnell kann es gehen, deine Abspielgeschwindigkeiten bzw. die Geschwindigkeiten deiner Videos anzupassen, um nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt bzw. deinen Zuschauer etwas anderes vorzuzeigen, aufzuzeigen, dass du halt ein bisschen mehr kannst als nur die normale Abspielgeschwindigkeit. So könnte man das auf jeden Fall ausdrücken. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann gib doch dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Hier gibt es ganz, ganz viele Tutorials, die für dich da draußen auf jeden Fall sehenswert sind. Und für heute kann ich also nur noch sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.